Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und wir gehen heute nach Stuttgart, denn da spielen Menos Moos das Stuttgart-Konzert ihrer Sexy-Tour. Überraschung, in Stuttgart. Völlig krass. Das Menos Moos-Konzert heute ist neben dem Butchers ist das Konzert von vor zwei Wochen? Vorletztes Wochenende. Das Konzert, wo ich wirklich am meisten Bock drauf habe. Ich habe Menos Moos noch nicht live gesehen. Ich höre die auch erst so wirklich seit letztem Jahr. Ich bin übelst gespannt. Die Videos, die ich bisher gesehen habe, da ist völlige Eskalation. Und eventuell können ja noch nach dem Konzert was passieren. Oder morgen. Aber was denn? Interview. Und ich bin ja so nett, dass wir immer was für unsere Interviewpartner vorbereiten. Und für Menos Moos haben wir natürlich etwas... Verzeihung. Vor allem bin ich halt extrem gespannt, wie das Ganze so abgehen wird. Weil man darf Hip-Hop-Fans auf Konzerten heutzutage nicht unterschätzen. Ich sag nur KIZ. Wobei bei KIZ auch viele Mettler am Start sind. Aber lassen wir uns mal überraschen. Jetzt kommt irgendwas und dann kommt irgendwas anderes. Okay, mein Handy-Stativ ist kaputt gegangen während dem Interview, das wir gerade hatten. Hier ein kleiner Ausschnitt. Insane. Ich habe eventuell zwei oder drei Fragen vergessen, weil ich eventuell ein bisschen nervös war. Eventuell. Aber eventuell auch nicht. Aber eventuell war ich's. Ich war's. Erste Frage, bevor diese Review losgeht, die Konzert-Review selber. Ich habe mein Ticket verloren. Ich bin jemand, der sammelt seine Tickets, weil ich so eine Wand mit Tickets habe. Wenn mir irgendjemand sein Ticket abgeben würde von heute Abend...
Ich kann euch null in Us We Trust Menos Moos Geld bieten. Schreibt mich an. Okay, erstmal das Wichtigste. Wir waren eine Stunde vor Einlass da und es waren unfassbar wenig Leute da. Wir waren bis 20 Minuten vor Einlass, waren wir zu fünft oder so. Grüße gehen raus an die Leute, die mit uns da vorne gewartet haben. Sehr, sehr, sehr nette Leute. Einer von denen ist leider rausgeflogen, weil er vielleicht ein bisschen zu viel gebechert hat. Doof. Aber irgendwann ging dann das Ganze los und es ging los mit MC Xels Brot und er war überraschend gut. So, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg. Ich bin ja auch aus dem Schwabenland. Aber ich bin kein großer Freund des schwäbischen Dialekts, deswegen versuche ich das auch weitestgehend zu vermeiden. Aber manchmal rutscht da so ein bisschen was durch und ich glaube, jeder, der nicht von Baden-Württemberg kommt, hört, wenn ich auch versuche, Hochdeutsch zu sprechen, dass ich aus Baden-Württemberg komme, weil ich glaube, das ist nicht zu verheimlichen. Aber dieser Voreact, MC Xels Brot, Props gehen raus, das hat Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht und schicker, schicker, schicker Schnauzer. Und irgendwann kam dann Menosmoos auf die Bühne und los ging's mit Bier, was in meinen Augen ein ziemlich geiler Opener ist, aber eigentlich ist ziemlich viel von Menosmoos ein sehr guter, representender Opener. Bier war aber sehr passend. Hinsichtlich des Vicuolo-Konsums der Band ist Bier ein ideal passender Opener. Als zweiter Song gab es dann direkt Hurensohn, was auch natürlich perfekt gepasst hat. Allgemein wurde vom Album Sexy eigentlich alles gespielt, außer zwei ausschlaggebende, maßgebende Songs, nämlich Was los und Sexy. Und ich finde, diese zwei Songs, also mir persönlich, haben die sehr gefehlt. Man muss aber natürlich ganz klar sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das Konzert selber war einfach etwas, das ich ganz selten so in diesem Ausmaß erlebt habe. Es war einfach eine saugeile, asoziale, bekloppte Stimmung. Es ist schwer zu beschreiben. Man kann es jetzt nicht irgendwie vergleichen mit KIZ oder anderen Hip-Hop-Rap-Acts, weil es was komplett anderes ist. Man kann es mit nichts wirklich vergleichen, was man so vielleicht kennt, weil es was komplett anderes ist. Stellt euch vor, ihr geht in eine Disco oder in einen Club oder irgendwo hin, wo ich wahrscheinlich noch nie war, weil ich ein introvertiertes Stück Scheiße bin und noch nie in der Disco war. Stellt euch vor, ihr geht da mit euren Freunden hin. Und dann seid ihr diese Gruppe, die so völlig eskalativ besoffen am Abfeiern seid und alle anderen sind so ein bisschen so, keine Ahnung, die übertreiben ein bisschen. Dieses komplette Konzert war diese eine Gruppe. Die waren nicht alle besoffen, aber die waren alle eskalativ am Abgehen und es war ein Feeling, es war auf jeden Fall ein Moment. Dieses komplette Menosmoos-Konzert war ein intensiver Moment. Ansonsten gab es natürlich auch sehr viel von Panel Gang. Drachenlord war insane. Drachenlord ging so krass, ich meine, Drachenlord ist ein geiler Song, aber dass der Song live so abgeht, der Moshpit bei Menosmoos, er war nicht intensiver als mit was ich gerechnet hätte, sondern ich habe damit gerechnet und ich bin befriedigt worden. Das war schön. Es ist ganz schwer, hier einzelne Sachen rauszupicken, weil alles einfach mega, mega gut war. So, das hört sich jetzt auch voll nach Dicksacken an, aber ich weiß nicht, die Konzerte, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, waren alle einfach so top-notch. Ich werde mir richtig schwer tun, da am Ende vom Jahr eine Top 5 daraus zu machen, weil alles so insane geil auf seine eigene Art war. Alles, was ich bisher gesehen habe. Und Menosmoos gehören da eben auch dazu. Das war krass. Ich bin extrem gespannt, wie das Ganze nachher auf Festivals funktioniert, weil ich werde Menosmoos noch bei Rock im Park auf jeden Fall live sehen. Das wird heftig. Und da bin ich mal extrem gespannt, wie eine sehr Musikgenre breitfächernde Festival-Crowd auf Menosmoos reagieren. Keine Ahnung, wie werden sie wohl reagieren, wenn wahrscheinlich Großteil Leute da sind, die Menosmoos hören. Heftig wahrscheinlich. Und natürlich gehen auch ganz, ganz, ganz dicke, fette, feuchte Küsse an all die Dudes und weibliche Dudes raus, Dudetten, die mit uns da in dem Bereich waren. Ich hatte the time of my life mit euch. Das war absolut großartig. Das war ein wunderschöner Abend. Aber Menosmoos, was auf jeden Fall nennenswert ist. Klar, es wurde von Panel Gang Großteil gespielt. Es wurde von Sexy Großteil gespielt. Mit was ich nicht gerechnet habe, was mich aber sehr überrascht hat, war dann noch sowas wie ein kleines Medley, wo unter anderem Rossmann kam. Und eben auch Lifehack. Und das hat mich übelst überrascht. Und Lifehack läuft seit Release von Das Geheimnis der unbeglichenen Modellrechnung wirklich gefühlt in Dauerschleife. Das ist der Song, Lifehack ist der Song, weswegen ich wirklich richtig voll und ganz zu Menosmoos gekommen bin. Während Menosmoos gekommen bin. Das Ganze fand ich am LKA Longhorn statt. Ist nicht meine Lieblingslocation. Es gibt schlimmere, es gibt weitaus bessere. Aber war trotzdem geil. Ich bin sehr gespannt auf die Tour Ende vom Jahr. Ich bin sehr gespannt auf die Festivaltour. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Schaut euch Menosmoos einfach live an. Schaut euch das Interview an, das wahrscheinlich nächste Woche oder am Wochenende, keine Ahnung, das kommt irgendwann innerhalb von den nächsten 10 Tagen, kommt das Menosmoos-Interview. Ihr habt einen Ausschnitt gesehen. Hier ist nochmal ein Ausschnitt.
furchtbar, Mann. Crazy, richtig vielsagend. Danke, Menosmus. Danke an alle, die dabei waren. Ich gehe jetzt schlafen, duschen, schlafen. Mein Name ist Chris, das Brain Damage. Schaltet wieder ein. Interview, schaut es euch an. Ist voll blöd, wenn ich aus dem Bild rauslaufe, aber ich muss eigentlich noch die Kamera ausmachen.